So. Dann sieht das diesmal hoffentlich besser aus. Ja, die ARG mag uns nicht, das weiß ich mittlerweile. So, hoffentlich jetzt. Ich hasse das gerade, hier einfach nur zugucken zu können. Sollten mal heilen, die andere Heuschrecke auch. Sonst könnte hier was schief gehen. Na komm, hause weg. Wieso geht das denn nicht? Ist da ein Canyon dazwischen? Ach, habe ich mit denen etwa noch nicht das Upgrade von wegen. Wieso komme ich denn da nicht rüber? Das ist ja richtig nervig gerade. Oder liegt das an der Einheit? Ja, das liegt daran, dass da zwei Einheiten übereinander standen. Ich will die aber nicht aufs Wasser schicken, das könnte schlecht sein. So, wir brauchen Geld immer noch. Und hier brauchen wir neue Produktion. Und zwar. Na, das nehmen wir mit Sicherheit alles nicht. Wir nehmen mal noch ein paar Marodeure mehr. Ja, komm, dann gehen die ja halt doch ins Wasser. Die können es ja auch da verteidigen. Hier sind ja keine starken Anti-Einheiten dabei. Die Einheiten. Oha, das war stark. Haben sie aber auf einmal alle was gegen die Schwaben, gegen die Slawen. Hängt es jetzt oder was ist los? Ah ja, wollte schon sagen. Na, kommt da jetzt wieder eine 300-fache Schleife? Ich bin gerade unglaublich still, weil ich mich ja so konzentrieren muss, damit ich auch die richtigen Befehle in der richtigen Reihenfolge gebe. Tut mir leid eigentlich, also es tut mir leid dafür, dass ich das jetzt, dass ich jetzt so gerade vor mich hinschweige. Aber gleich bin ich quasi wieder für euch da. So, jetzt haben wir erstmal den gröbsten Vorstoß zurückgeschlagen. Und gleich haben wir ja auch Runde 300 erreicht und da kommt schon unsere Verstärkung. Ach, da ist ja sogar noch eine Einheit Marodeure übrig.
Ich kann es ja dann mal hier an Bord in der Stadt verschanzen. So, mal gucken, wie der Vorstoß weitergeht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall scheint das größte Problem gelöst zu sein. So, die Heuschrecke heilt. Die Heuschrecke heilt auch. Und ihr macht platt. Seine Einheiten sind erst Level 2. Da zahlt es sich natürlich aus, dass unsere schon wesentlich stärker sind. Na komm, vielleicht greifen wir doch noch einmal mit den Heuschrecken an. Die können sich auch noch danach heilen, weil beim Angriff auf seine Städte werden die eh nur bedingt hilfreich sein. Dann zerstören wir lieber noch. Ach, hat nicht ganz gereicht. Ja, ganz toll. Genau nicht gereicht. Ich glaube, die Marodeure möchte ich da lieber behalten. Wieso können die da nicht durchgehen? Ach so, weil es so schneller geht, okay. So, damit sieht unsere Abwehr doch schon wesentlich besser aus. Dass er uns auch immer irgendeiner in den Rücken fällt, wenn wir irgendwie den Krieg erklären. Wir müssen einen gerechten Handel vorschlagen. Wer hat uns denn den Krieg erklärt, mein Freund? Ist ja auch witzig. Nun gut, dann haben wir eben noch was, was wir erobern können. Und tschüss. So, bevor wir jetzt natürlich in sein Gebiet einfallen. Was für ein Handelsweg. Ah ja, geh. Das ist doch zwischen uns. Warum sollte ich den Handelsweg plündern? Ach, kann ich auch gar nicht. So. Heilen, heilen. Der Schredder! Okay, die müssen wir eine Runde aussetzen. Und mal gucken, können wir hier noch irgendwas bebauen? Nein, das ist alles soweit in Ordnung. Dann kommst du mal hier runter. Und wir kümmern uns darum, dass da unten mal wieder ein bisschen die Städte ausgebaut sind. Ja. Erstaunlich, er hat nicht versucht, uns nochmal Frieden anzubieten. Ich würde sagen, wir marschieren einfach direkt auf seine Hauptstadt zu. Die sollte mit dem, was wir hier aufbieten können, zu schaffen sein. Da ist noch ein unbebauter Hügel. Warum ist da noch ein unbebauter Hügel? Das ist ja peinlich. Die Heuschrecken kümmern sich mal darum, das Bötchen da zu schwächen.
Boah, warum dauert der Angriff auf Transportboote immer so lange? Kriegen wir das Ding jetzt wenigstens kaputt, ja? Damit ich mir wenigstens darum keine Sorgen mehr machen muss. Boah, ich kriege auch langsam Hunger. Und jetzt wäre auch Runde 300 gerade. So, so sieht das nämlich aus. Wäre das Problem auch gelöst. So. Ach, ist da unten mal wieder das Nest aufgeploppt. Wie so oft. So, dann versuche ich jetzt noch mal seine Hauptstadt zu attackieren. Hat die auch schon verbessert? Der beste Xenoschwarm. Wie traurig. Gerade mal abzuschätzen, inwieweit wir es denn wirklich mit ihm aufnehmen können und wollen. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir ihn quasi attackieren lassen. Da hinten haben wir nämlich eh keine Reichweite. Und ich werde jetzt keinen Flugzeugträger nur deshalb bauen. Gut, so, dann habe ich jetzt sogar schon eine Runde mehr gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Und deshalb speichere ich jetzt an dieser Stelle und habe ja jetzt wieder jede Menge Material und würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und bis dahin, vielleicht mache ich ja sogar jetzt Doppelfolgen hier draus, das seht ihr dann, also, ne, das merkt ihr ja dann, hatte sich ja jemand gewünscht, also zwei am Tag. Muss ich mal gucken, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, ich habe den Überblick etwas verloren, aber es war schon recht lange. Und ja, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi! Hallo, wir gehen mal wieder in eine Runde Civilization. Das wird zwar nur eine kurze Aufnahme, weil ich gleich in die Universität muss. Und die Karte hat mal wieder Nachladeschwierigkeiten. Aber sonst gibt es heute Abend gar keine Folge, wenn ich das jetzt nicht mache. Und dann werde ich heute Abend mal, morgen habe ich frei, da kann ich mich dann ganz entspannt wieder ein paar Stündchen hinsetzen und die nächsten Wochen oder nächsten Tage zumindest versorgen. So, ich muss erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Wir haben als letztes, genau, wir haben als letztes den Feind hier bedrängt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was machen wir denn mit denen? Die haben ja noch einen Bewegungspunkt über und die auch. Wir haben sogar noch mehrere. Wir greifen mal an.
So, hoffentlich wird uns das nicht zum Verhängnis werden. Die gehen da mal an Land. Wieso haben die denn alle noch keine Befehle? Hatte ich da keine Lust mehr drauf? Oder was war da das Problem? Also ihr wisst das jetzt ja, weil ja gerade eben erst die Aufnahme war. Aber ja, wir machen dann mal weiter.